Und wie gesagt, so ganz so schnell. Ui, sehr gut abgebremst. Also die Aufnahmen sind schon ziemlich cool, muss man sagen. Habe ich mir die neue DJI Mini 4 Pro geholt. Servus Freunde und willkommen zum neuen Video. Ich bin mal wieder mit dem Rad unterwegs, aber heute nicht direkt zum Ballern, sondern eher zum bisschen Testen. Und zwar habe ich mir die neue DJI Mini 4 Pro geholt. Eine neue Drohne. Ich finde Drohnenaufnahmen echt mega geil. Und bei der ist das Besondere, dass sie dieses Active Track hat. Das heißt, dass die Drohne euch selbstständig hinterherfliegt. Soll ein bisschen besser sein als bei der Mini 3. Und ja, und das Ganze will ich heute mal testen bei mir auf den Home Trails. Und bin mal gespannt, wie das klappt. Ich hoffe, ich schrotte sie nicht gleich. Sie ist sehr, sehr neu. Die ist vorgestern angekommen. Hab daheim ein bisschen rumgespielt damit und will jetzt die ganze Sache mal testen. Wir fangen jetzt hier auf diesem kleinen Waldweg mal an, dass sie mir ruhig hinterherfliegt, währenddessen ich hochtrete. Und dann schauen wir mal, wie die Sache läuft. So, der neue Controller ist an, ist jetzt gleich mit integriertem Display, beziehungsweise gibt es den ja in zwei verschiedenen Varianten. Ein, wo ihr hier oben euer Telefon reinmachen könnt oder gleich mit diesem Display. Ich schalte jetzt mal die Drohne ein. So, Drohne ist eingeschaltet. Also die Kameraeinstellungen sind schon echt geil, wenn ihr so seht. Das sieht schon echt fett aus, die ganze Nummer. Ich platziere die Drohne jetzt einfach mal hier. In der Mitte hier sollte nichts sein. Einfach mal hierher setzen. Zack. Und jetzt schalte ich die Drohne mal ein. Take off. Attitude mode. Fly with caution. So, jetzt kann ich mich hier markieren. Ihr seht, jetzt werde ich hier mit so einem kleinen Plus angezeichnet. Da kann ich jetzt drauf drücken. Wenn es geht und drück hier auf Aktivshot folgen, go. So, und jetzt sollte mir die Drohne automatisch mit ihren Sensoren folgen. Ich probiere das mal. Jetzt müsste sie wegfliegen von mir, genau. Ihr seht's. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob die ganze Geschichte so funktioniert, wie ich mir das denke. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, langsam hier hochzutreten. Sollte mir jetzt hinterherfliegen. Was sie auch echt gut macht. Also macht einen echt guten gut. Hier sind jetzt echt nicht so viele Äste im Weg. Ich würde sagen, der erste Test ist ganz cool gelaufen. Fahren wir jetzt mal bei mir auf den Trail und schauen mal, wie es dort läuft. So, bei mir am ersten Trail angekommen. Der ist relativ frei, also da hängen jetzt nicht so viele Äste runter und so ein Zeug. Da sind ein paar Kurven dabei. Hier vorne wird es gleich mal ein bisschen enger. Hier geht gleich, also der Trail geht hier so lang. Und hier muss ich da definitiv da drumherum fliegen. Ich probiere das Ganze jetzt erstmal ein bisschen langsam mit dem Controller in der Hand. Und dann versuche ich den Controller mal in den Rucksack zu packen und ein bisschen schneller zu fahren und mal gucken, was er dann macht. Das wird jetzt ziemlich scheiße mit dem Ding hier in der Hand. Thank you.
hier um die Kurve rum. Ja, sieht gleich gut aus, muss ich sagen. Okay. Probieren wir mal die ganze Geschichte mit zurückfahren. Wie das funktioniert? Das hat ja ganz, ganz gut geklappt. Sie ist echt gut den Zeilen oder sie ist echt gut den Bäumen ausgewichen, muss ich sagen. Bin jetzt auch nicht super schnell gefahren. Dadurch, dass ich den Controller auch in der Hand habe, ist das ein bisschen assi. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich den in den Rucksack packe. Dann kann es aber passieren, dass ich beim Fahren an die Joysticks komme und die dann irgendwas anderes macht. Weil das ist nämlich so. Du kannst die dann trotzdem, dass die dir folgt, immer noch kleine Notkorrekturen per Joystick machen. Oder ich lasse den einfach mal kurz hier liegen und fahre nur ein Stück von dem Trail und mal gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, ich probiere das mal. Ich lasse den Controller jetzt einfach mal hier liegen. Zack. Und probiere die ganze Geschichte jetzt mal etwas schneller zu fahren. Wie gesagt, aber auch nur bis zu einer bestimmten Hälfte. Und hoffe, dass ich sie jetzt nicht gleich rotte. Ui, sehr gut abgebremst. Ich fahre jetzt extra noch nicht so schnell. Uiuiui. Also scheint ganz gut zu funktionieren. Probieren wir das Ganze nochmal berghoch zu treten. Das wird natürlich ein bisschen langsamer werden. Aber wie macht ihr Zeug? Wie gesagt, so ganz so schnell muss man halt wahrscheinlich selber fliegen oder ich muss sie auf Sport nehmen. Aber hier, wo es wirklich frei ist, macht sie das echt super. Also die zwei, drei Tests jetzt, die waren schon ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ich fahre jetzt mal zum nächsten Trail. Der hat ein bisschen mehr Kurven und Zeugs. Mal gucken, wie sie das macht. Dann werde ich sie mal auf Sport nehmen, dass sie ein bisschen schneller hinterher fliegt. Ich hoffe, das geht jetzt nicht schief, weil jetzt, ihr habt gemerkt, ich bin nicht ganz schnell gefahren. Und habe immer mal nach hinten geguckt und da habe ich zwei, drei Manöver gesehen, die echt klasse waren. Die hat super abgebremst. Das Problem ist, dass die DJI auch abbremst, wenn sie das Objekt verliert, was ziemlich gut ist und dann nach einer Zeit auch zum aktuellen Startpunkt, also wo ihr die Drohne gestartet habt, wieder zurückfliegt. Ja, wie gesagt, ich probiere das jetzt mal auf dem anderen Trail noch. Mal gucken, wie es da läuft. Ich nehme die ganze Sache mal auf Sport. Der ist auch nicht ganz so zugewachsen. Und ja, mal schauen, wie die Sache läuft. Bis gleich. Also ich habe es jetzt erstmal nochmal auf Normal gelassen. Hier geht es gleich so eine Kurve rum. Hier geht es gleich so eine Kurve rum und dann kommt gleich mal ein Jump. Mal sehen, was er danach macht. Ihr seht es ja. Und wir probieren die ganze Geschichte jetzt einfach mal. Weiß nicht, ob sie jetzt hinterhergekommen ist. Ich schaue mir jetzt erstmal kurz die Aufnahmen an. Vielleicht ändere ich dann nochmal. Die Aufnahme jetzt mal hier mit an. Was passiert? Ja, mein doofes Gequatsche von vorhin wieder mal. Bin mal gespannt, ob sie mit hinterherkommt.
Ja. Also, ist. Also, ich finde eine ganz geile Aufnahme, oder? Was sagt ihr? Ich finde es cool. Probieren wir das Ganze nochmal. So, ganze Sache nochmal von vorn. Wie gesagt, leider ist es ein bisschen schwierig, die Drohne dann wieder zurückzubekommen, wenn keiner mit dabei ist. Bei dem Test war ich wahrscheinlich zu schnell. Jetzt ist es passiert, dass die Drohne da oben, ihr seht, stehen geblieben ist. Das macht sie immer, falls sie das Objekt verliert. Ich habe die Drohne jetzt mal zurückgeholt. Dieses Gepiepe nervt ein bisschen. Ich habe noch nicht ganz gefunden, wo man das ausstellen kann. Ist aber egal. Ich probiere die ganze Geschichte jetzt nochmal. Wie gesagt, ist es jetzt passiert, dass ich einfach viel zu schnell war und die Drohne mir nicht hinterherfliegen konnte. Das war das Problem jetzt. Wie gesagt, wenn ihr selber, wenn ich noch jemanden hätte, der sie selber steuern könnte, wäre die ganze Geschichte ein bisschen einfacher. Beim ersten Shot hat es ja ganz gut geklappt. Probieren wir es jetzt nochmal. Das schien ganz gut geklappt zu haben, aber sie kommt nicht mehr mit hierher. Ja, keine Ahnung, jetzt kommt sie. Ihr seht. Uiuiui, mal langsam, Kumpel. Ich weiß nicht so richtig, was ihr Problem jetzt ist. Ich denke, hier haben wir genug getestet. Ich probiere das jetzt einfach auf dem anderen Stück nochmal. Da bleibt sie jetzt. Und wir gucken mal, was jetzt passiert. Okay, let's go. Kommt jetzt hinterher. Schaffst du das hier durch? Ui. Ui, 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 ui. Alter, übelst geiles Ausweichmanöver. Geile Sache. Krasser Scheiß. Okay, auf zum Homepoint. Jetzt probiere ich mal die Drohne vor mir wegfliegen zu lassen. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich denke, das wird ziemlich schwierig. Dadurch, dass sie nicht weiß, wo ich hin will. Ich probiere das jetzt erstmal im Laufen. Hier kommt eine tricky Stelle mit dem Bäumen. Fliegt sie aber super drumherum und geht dann hier wieder her. Im Fahrradtest wird das, denke ich, ziemlich schwierig. Im Radtest wird das, denke ich, ziemlich schwierig, weil ihr habt einfach andere Geschwindigkeiten. Ihr müsst sie dann schon selber fliegen, aber für solche kleinen Minishots, wo wirklich freie Stellen sind, wie in manchen Bikeparks mittlerweile, denke ich, ist das eine ganz coole Geschichte. Ich fahre jetzt noch mal ein Stück weiter, mal sehen, ob ich noch eine schöne Stelle finde, wo wir noch mal ein bisschen was testen können. Vielleicht auch das mit vorne wegfliegen, weil hier an der Stelle ist es ziemlich eng und alles. Mal schauen, wir probieren das Ganze. Jetzt fliegen wir erstmal zum Homepoint zurück und dann sehen wir weiter.
Ihr habt es gesehen, das war nicht cool. Da ist ein bisschen durcheinander gekommen mit diesen kleinen Ästen und diesen Lichtverhältnissen, die wir jetzt hier gerade haben. Ist das ziemlich schwierig, denke ich, für die Drohne mit den ganzen Sensoren. Es ist Gott sei Dank nichts kaputt gegangen, das war jetzt schon der zweite Crash. Wie gesagt, es ist ein cool, es ist wirklich cool, aber man muss enorm aufpassen. Ab zum nächsten Spot, mal gucken, was da passiert und dann gibt es ein kleines Fazit zu diesem kleinen Spielzeug. Also ich bin jetzt mal meine ganzen Home Trails abgefahren, was ich ziemlich gut mache mit dem E-Bike wieder. So richtig freie Stellen findet man nicht. Also man müsste sie theoretisch selber fliegen. Auch da funktionieren die Sensoren. Falls ihr noch nicht die erfahrenen Flieger seid, was das Drohnenfliegen angeht, so wie ich, sind die Sensoren echt hilfreich. Also die bremsen schon gut ab. Wie gesagt, vorhin mit dem Ast oder Ästchen, denke ich, das war ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Ich habe mich, denke ich, zu schnell für diesen automatischen Mechanismus bewegt. Dann habe ich sie auch nur auf normal stehen und nicht auf Sport, weil sie auf Sport mir zu schnell fliegt. Und ich weiß nicht, ob sie schnell genug abbremst. Und wie gesagt, die ist echt neu. Ich will das erstmal noch nicht probieren. Vielleicht schaue ich mir auch mal ein paar Videos an, wie man das Ganze ordentlich einstellt. Ich wollte es jetzt einfach mal selber probieren. Und ja. Wie gesagt, leider habe ich jetzt keinen Platz mehr gefunden, wo man noch ordentlich filmen könnte. Ich fahre jetzt einfach meine Tour noch mal zu Ende. Vielleicht finde ich noch mal ein paar schöne Aufnahmen, die ich von oben machen kann. Und dann gibt es ein Fazit zu dem kleinen Ding. Und auf wie geht's? Also die Aufnahmen sind schon ziemlich cool, muss man sagen. Jetzt wie hier, wo sie mir folgt, langsam und langsam um mich so um mich herumfliegt, ist schon ganz lustig. Ja. Also auch hier seht ihr, ui, was macht es denn jetzt? Ach so. Jetzt habe ich sie mal auf Auto gestellt, da entscheidet die Drohne selber, was sie machen soll. Auch hier funktioniert das ganz, ganz gut. Wie gesagt, also die Aufnahmen finde ich schon ziemlich cool. Ich finde Drohnenaufnahmen allgemein immer ziemlich cool. Ist eine schöne Spielerei. Oh, jetzt mal sehen, rückwärts Äste. Mal sehen, was jetzt passiert. Oh, das geht schief. Jo. Sieht aber noch gut aus. Sieht noch ganz gut aus, die ganze Geschichte. Wie gesagt, so kleine Äste hier, wie das jetzt gerade eben hier oben an dem Baum passiert ist. Wie gesagt, das ist keine High-End-Drohne. Es ist einfach so. Wie gesagt, finde ich die Aufnahmen schon ganz cool. Natürlich muss man immer abwägen, was hat man damit vor. Wo war ich stehen geblieben? Musste kurz den Akku wechseln. Ja, also es ist eine coole Spielerei. Man muss halt wissen, was man damit vorhat. Wie gesagt, hier die kleinen Ästchen, da hat sie echt Probleme damit. Mal erkennt sie, mal nicht. Ihr habt vorhin das übelste Bremsmanöver gesehen. Das hat sie super gelöst, die Nummer. Hier ist sie jetzt auch die ganze Zeit, aber hat irgendwie den Ast hier nicht erkannt. Keine Ahnung warum, ob das wirklich an den Lichtverhältnissen liegt, ich weiß es nicht. Sie ist jetzt auch zwei, dreimal runtergefallen, weil sie halt in sowas reingeflogen ist. Es ist aber nichts dran, das muss ich ehrlich sagen, ist echt gut. Ich habe gleich gedacht, kacke, irgendwas wieder kaputt, irgendwas wechseln. Ist jetzt nicht der Fall, das ist schon mal gut. Bei meiner Mini 3 hatte ich das. Diesmal dagegen geflogen, gegen auch einen leichten Ast oder irgend sowas, dann war gleich so ein Propeller abgebrochen. Einen weiteren Vorteil finde ich, ist wie hier die Drohne als Kameramann zu benutzen. Hier habe ich das zum Beispiel mit der Mini 3 noch bei dem Bikecheck von meinem neuen Canyon Sender gemacht. Ist ganz cool, dass man mal so einen kleinen Hilfskameramann hat.
Das macht echt einen guten. Mit der Mini 4, die macht das dann halt alles automatisch, dass sie hin und her swipet oder links und rechts. Das ist nicht ganz so steif, wie ich finde. Finde ich coole Aufnahmen, nicht so ganz so steif, wie ich es jetzt immer mache mit dem Stativ und die Kamera und dann hin und her. So kannst du das immer mal machen. Finde ich eine coole Geschichte. Also gefällt mir ganz gut die Geschichte. Wie gesagt, am Anfang des Videos, es ist keine Werbung. Überhaupt nicht. Ich teste das jetzt einfach für mich mal. Und ja, wie gesagt, die Aufnahmen sind schon cool. Ich finde, daraus kann man echt viel machen. Wenn man es selber fliegt, werden die Aufnahmen schöner. Deswegen empfehle ich euch, falls ihr das auch mal testen wollt, beziehungsweise auch sowas habt oder vorhabt, macht das nicht so wie ich und den Controller einfach liegen lassen und irgendwo hinfahren. Das kann echt schief gehen. Ich werde mir das nächste Mal auch jemanden mitnehmen, der das ein bisschen mitsteuert, dass da halt nichts passiert. Weil jetzt zum Beispiel hätte ich jetzt jemanden gehabt, der sie trotzdem noch steuern kann. Sie folgt euch zwar automatisch und versucht auszuweichen, aber ihr könnt sie immer noch leicht selber steuern. Deswegen, hier hätte jetzt, wenn jemand mit mir mit gewesen wäre, hätte die einfach runtergenommen und es wäre nichts passiert. Deswegen empfehle ich euch immer, jemanden mit dabei zu haben oder fliegt sie halt selber. Dann könnt ihr euch aber selber schlecht aufnehmen, außer ihr lasst sie halt so kreisen, wenn es wirklich frei ist. Wenn draußen schön ist, schön frei alles ist, dann macht sie echt geile Aufnahmen. Wirklich ist einfach so, finde ich mega geil. Ich würde sagen, das war's zum kleinen Test. Und großes Fazit ist, ich werde sie jetzt öfters mal benutzen. Ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Es werden bestimmt noch 1, 2, 3 Unfälle passieren. Aber ich denke, in manchen Bikeparks, wo es frei ist, kann man echt geile Aufnahmen damit machen. Die werdet ihr definitiv sehen. Ich fahre jetzt zu meinem Heimbringer-Trail und dann war es das auch schon. Dann erstmal schön Mittag essen und dann den Sonntag ausklingen lassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare oder ihr habt noch Verbesserungsvorschläge, was ich machen kann. Haut es einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Jetzt gibt es noch eine kleine Abfahrt hinten dran. Viel Spaß. Ciao. Thank you.